Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Heute zu einer kleinen Special-Episode, denn sehr viele Leute von euch haben es sich gewünscht und mir gesagt, Dennis, es wäre so geil, wenn du einfach mal wieder ins Darknet gehst und eine gesamte Folge lang nur mit fremden Leuten chattest. Dreimal dürft ihr raten, was wir heute machen werden. Wir werden heute ins Darknet gehen, auf eine bestimmte Chat-Plattform, ja, die sich wirklich im Darknet befindet. Und dort werden wir mit Leuten anonym im Darkweb chatten. Und für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ihr wisst ganz genau, was wir teilweise schon auf, also was für verstörende Konversationen wir schon hatten und mit was für absoluten Psychos es wir dort teilweise schon zu tun hatten. Habe ich jetzt zweimal zu tun hatten gesagt, wie auch immer. Geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir gehen jetzt ins Darknet. Ich bin sehr gespannt, was uns heute erwarten wird und auf was für Personen wir heute stoßen werden. Ich bin abgesichert, es sollte eigentlich nichts passieren, das haben wir aber schon mal gedacht und es ist was passiert. Wie auch immer, let's go. Alright, meine Freunde, und da sind wir wieder. Wir befinden uns jetzt im Darknet, wie ihr sehen könnt, auch schon auch gleich auf der Chat-Plattform. Denn für die Leute, die neu sind, wir haben hier einmal einen One-to-One-Chat. Das heißt, wir werden einer zufälligen Person zugeteilt, mit welcher wir dann chatten können. Wir haben die Gruppen-Chats, dort kommen wir dann in eine Gruppe, in eine Chat-Gruppe. Ja gut, Links und About Us ist nochmal was anderes. Aber ich würde sagen, wir starten mit einem One-to-One-Chat. Das heißt, wir werden einer, ja, zufälligen anonymen Personen zugeteilt. Später können wir vielleicht auch noch in die Gruppenchats reinschauen. Aber jetzt erstmal One-to-One-Chat. One-to-One-Chat. Let's go. Oh, Alter. Ich habe mich gerade so hart verschluckt an meinem Tee. Wie auch immer. Wir wurden jetzt einer zufälligen Person zugeteilt. Heilige Scheiße. Ich schreibe einfach mal Hi. Boah, guter Start ins Video. Erstmal fast abgekratzt, weil man sich verschluckt hat. Oh. Aber ich sehe schon, es ist alles ein bisschen verzögert, wenn ich abschicke. Das heißt, die Verbindung ist nicht die beste. Dad37. Okay, dann schreibe ich mal Dad41. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendein Codewort war und ich jetzt verkackt habe und die Person gleich abhaut. Oder was auch immer da gleich auf uns zukommt. Ja, ihr seht ja, was ich gerade geschrieben habe. Ich will das jetzt nicht unbedingt aussprechen. Who's that? Und dann, also wer ist diese? Weil er ja geschrieben hat, 8. Ich weiß gar nicht, darf man das Wort sagen auf YouTube? I don't know. Ich sag's einfach mal nicht. So krass bin ich in diesem YouTube-Game auch noch nicht drin. Ich mach's ja erst seit einem Jahr. Also judge mich bitte nicht gleich wieder dafür. Die Person hat ein B geschrieben. Ich habe jetzt ein Fragezeichen geschickt. Boah, das ist richtig verzögert. Also wir haben gerade wahrscheinlich richtig schlechte Verbindungen im Darknet. Aber das ist ja oft so, du hast da nicht die beste Verbindung. Dort lädt alles unglaublich lange und so. Es ist ganz anders wie im normalen Internet. So, jetzt hat uns die Person gefragt, auf was wir stehen, beziehungsweise weswegen wir hier sind. Und ich würde schreiben, everything, also alles. Ich habe geschrieben, dass ich auf alles stehe und du. Und dann hat die Person geschrieben, möchtest du mir ihre Sachen zeigen? Ihre Sachen? Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht denkt er, dass ich eine Tochter oder so habe und es ist wieder so ein ekliger Pedo. Denn für die Leute, die es nicht wissen, dort gibt es extrem viele... Ja, super. Jetzt wollte ich gerade antworten und die Person hat uns verlassen. Na klasse. Gut, dann suchen wir eine neue Person. Sollte wohl nicht so sein. Alright, wir haben eine neue Person. Sie hat uns angeschrieben mit Hey, Hi. Schreiben wir Hi, Hey zurück. Okay, die Person hat geschrieben, what are you up to? Also, auf was bist du aus? Was steht dir so im Sinn? Ich schreibe chatting on board. Also, chatten, mir ist langweilig. Und dann habe ich gefragt, was machst du im Dark Web? Hire people for my organization. Okay, interessant. Also, sie sucht auf jeden Fall nach Leuten, die... Die Person sucht nach Leuten für ihre Organisation. Also Leute anheuern für meine Organisation. Okay, das ist interessant. Also fragen wir erstmal, was für eine Organisation. Ich habe jetzt mal gefragt, ja, was für eine Art von Organisation das Ganze überhaupt ist.
Are you on Telegram or Skype? Hat die Person geschrieben. Also ob ich Telegram oder Skype habe. So weit will die Person also schon gehen. Nee, das Ganze machen wir jetzt hier schön in dem Chatroom. Ich werde jetzt hier niemandem irgendwie meine Skype- oder Telegram-Daten geben. Ich habe nicht mal Skype. Aber zum Thema Telegram. Ihr könnt sehr gerne in meine Telegram-Gruppe kommen, denn ich habe eine Gruppe und ja, wenn ihr Bock habt mit mir und der gesamten Community zu chatten, kommt gerne in meine Telegram-Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. chillig, auf jeden Fall hier kurze Eigenwerbung, wie auch immer. Ja, ich habe jetzt geschrieben, ja, aber lass halt erstmal hier quatschen. So, dass die Person weiß, okay, er hat es, aber er möchte erst hier so ein bisschen reden, dass die Person weiß, okay, vielleicht kann man ja... Alter, absolut kurz ekelhaft aufgestoßen, I'm sorry. Okay, die Person hat geschrieben, whatever, Punkt, Punkt, Punkt. Where are you located? Also, wo ich mich gerade auf... wo ich mich befinde. Ich schreibe einfach mal Europa. Also, ich finde es gerade, das könnte ein interessantes Gespräch werden. Also, ich möchte unbedingt wissen, was diese Person im Schilde führt, beziehungsweise was für eine Organisation sie führt. Deswegen, wir müssen versuchen, das rauszubekommen. Wir müssen unbedingt rausbekommen, was diese Person denn, ja, vorhat. Also, die Person hat geschrieben, that's okay, I'm from Sri Lanka. Sri Lanka, okay. Ich habe geschrieben, schöner Ort, aber jetzt erzähl mir mehr über deine Organisation. Oh, ich hoffe, das war nicht zu direkt. Okay, die Person hat geschrieben, listen, also hör mir zu. Ich spiele keine Spiele. Möchtest du extrem viel Geld machen? Wir werden die Welt übernehmen. Okay, mit wem habe ich es da gerade zu tun? Also das würde mich gerade wirklich interessieren, was die Person vorhat. Also ich habe es geschrieben, weil, wie gesagt, wir spielen jetzt einfach mal hier für das Video mit der Person mit. Damit die uns nicht gleich verlässt, weil ihr wisst ja, wie ungeduldig die Leute hier teilweise sind und wie misstrauisch. Ich habe jetzt geschrieben, ja, ich möchte sehr viel Geld machen, aber wie? Mal gucken, was die Person uns antwortet. Okay, die Person hat jetzt geschrieben, ob ich einen gültigen Führerschein habe. Yes. Gut, die Person schreibt, great. Also, großartig. Der Job ist einfach, keine Fragen, nur fahren. Hä? Also ich habe jetzt geschrieben, ich bin verwirrt. Was meinst du mit nur fahren? When we got operation, you drive me and the team. A bis B, simple. What? Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn wir eine Operation haben, dann fährst du mich und mein Team A-B, vielleicht A nach B, simple, also einfach. Hä? Was für eine Operation und was ist das für ein Dude, Mann? Was will der von mir? Okay. Ja gut, was will der von mir? Ich stelle mir die Fragen. Aber fragen wir mal, was für eine Operation? Yo, okay. Also jetzt übertreibt hier jemand ihr komplett. Also die Person hat geschrieben, nur zum Beispiel, wenn wir eine Bank ausrauben würden. Wenn wir beispielsweise eine Bank ausrauben würden. Du fährst uns zur Bank, wartest. Und dann haust du mit dem Auto und dem Team ab. Simple. Einfach. Ich weiß jetzt nicht genau, also ihr merkt schon, in welche Richtung es geht, also was für eine Art von Organisation die Person betreibt oder betreiben möchte. Für echt große Dinge. Alles klar. Also ich habe jetzt einfach mal ganz frech gefragt. Interessant, du möchtest also eine Bank ausrauben? Fragezeichen. Mal gucken, was die Person jetzt antwortet. Die sucht einfach einen Fahrer. Die sucht einen Fahrer für ihr Team, welche ja, das Team von A nach B führt. Er fährt, während die irgendwelche krummen Dinger drehen oder was? Heiliges. Wow. Schade, wir haben die Person verloren, aber sie hat geschrieben, schick mir eine Nachricht auf Telegram und hat mir dann ihren Telegram-Namen dort dagelassen. Und nein, ich werde diesen Namen nicht freigeben. Ich werde diesen Namen jetzt hier zensieren, weil ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch da auf eine blöde Idee kommen würde und dann einfach so jemanden schreiben, so, hey, du hast gerade... wir haben dich im Video gesehen oder so, wisst ihr, wie ich meine? Oder allgemein, wer weiß, vielleicht sieht es ja irgendjemand, der solche Dinge im Schilde führen möchte oder führt und sich dann denkt, ach, ich schreibe der Person jetzt. Deswegen bleibt der Name von der der Telegram-Nutzername von der Person bleibt verpixelt. Weil hier, ich möchte nichts riskieren und ich möchte hier auch nichts preisgeben von irgendjemandem, wo wir nicht kennen. Wie auch immer, machen wir weiter, denn ich finde, wir könnten auf jeden Fall noch mit einer weiteren Person chatten. Also, let's go.
Find a new random. Okay, unsere hat eine neue Person angeschrieben mit Hallo. Schreiben wir doch mal Hallo zurück. Die Person hat geantwortet und hat geschrieben, Deutsch? Ich habe geschrieben, ja, du scheinbar auch. Die Person hat geantwortet und hat geschrieben, klar, was machst du hier? Gute Frage, was machen wir hier? Ich schreibe mal, mir ist langweilig. Die Person hat geschrieben, Hackservice. Okay, ich schreibe mal, darf ich fragen, was genau? Ey, übel cool, oder? Dass wir gerade, es sind 631 Leute in dem Chat insgesamt, die gerade die Chatrooms nutzen. Und wir sind auf den Deutschen getroffen. Das finde ich gerade ziemlich cool. Mal gespannt, was wir über diese Person so rausfinden können. Nein, hat die Person geschrieben. Und dann hat die Person geschrieben, lass uns ein Ratespiel spielen, ja? Gerne. Ich spiele gerne Ratespiele. Alter, das ist so langsam heute, ne? Guck mal, wie lange das braucht, um es abzuschicken. Ich warte immer noch. Jetzt hat's abgeschickt. Alter, das braucht einfach 100 Jahre. Okay, ja, spielen wir ein Ratespiel. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, die Person hat geschrieben, du stellst mir 3 Fragen über mich und ich über dich. Okay. Ja, okay. Jede Antwort muss ehrlich beantwortet werden. Ja. Okay. Die Person schreibt, du fängst an, 3 Fragen, Ausrufezeichen. Okay, man hätte es auch ein bisschen netter schreiben können. 3 Fragen, die ich ihm stellen soll oder ihr stellen soll. Bist du ein Mann? Fragezeichen. Was können wir noch fragen? Wo wohnst du? Ich habe jetzt geschrieben, bist du ein Mann? Wo wohnst du? Wie gut kannst du hacken? Ja, nice. Ich wollte gerade sagen, finally hat mal jemand geantwortet. Ich habe jetzt hier Ewigkeiten gewartet. Also, bist du ein Mann? Die Person hat geschrieben, ja. Wo wohnst du? Bei Hamburg, okay. Ja, krass, dass die Person das sagt. Gut, kann natürlich auch fake sein. Und wie gut kannst du hacken? Hat die Person geschrieben, ich könnte deine gesamte Existenz vernichten. So gut kann ich hacken. Okay. Interessant. Okay, die Person hat jetzt geschrieben schon mal 2 Sachen. Also einmal Wohnort. Okay. Und Beziehungsstatus. Ah, und jetzt kam es rein. Alter. Puh. Okay. Okay, Wohnort. Ja gut, Wohnort. Ich werde der Person nicht sagen, wo ich wohne. Ich nehme einfach... und das solltet ihr definitiv auch niemals machen, gell? Also wenn euch jemand mal fragt im Darknet. Ich nehme einfach das Land, was ich von meinem VPN ausgewählt habe. Und das ist Frankreich. Ich schreibe Frankreich. Ja, vergeben. Alter, machen wir auch was anderes. Ich schreibe, dass ich... Ich schreibe, ich bin 32. Ja, mal gucken, was sie... Jetzt darf ich ihn ja... jetzt darf ich ihn ja eigentlich wieder fragen. Aber jetzt schick erstmal die 32 ab. Alter, das braucht immer so lange. Die Person hat geschrieben, warum lügst du? Ich lüge nicht? Ja, und deswegen, ich sag's immer, gebt niemals eure echten Daten oder so an. Die Person hat geschrieben, komisch, dass deine IP was anderes sagt. Okay. Ich glaube, ich habe gerade verkackt. Das schwärzt sich jetzt natürlich aus. Die Person hat mir eine IP-Adresse geschickt, ja. Und hatte drüber geschrieben, komisch, dass deine IP aus Baden-Württemberg kommt. Ich meine, alle von euch wissen ja, oder die meisten wissen ja, dass ich aus Stuttgart komme. Okay, kacke. Ich glaube, ich sollte mich aus dem Staub machen. Oder weißt du was? Ich schreibe, das ist nicht meine IP-Adresse. Also ich habe jetzt geschrieben, das ist nicht meine IP-Adresse. Ich lebe in Frankreich. Du kleiner Lügner, es hieß, keiner lügt. Du weißt nicht, zu was ich imstande bin. Du wirst sehen. Ich weiß nicht so recht, ob ich jetzt lachen oder heulen soll, aber ich habe gerade ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ich schreibe, I'm sorry. Okay, mir ist jetzt was passiert, was mir noch nie passiert ist und was ich gerade unglaublich bereue. Okay, also, ich bin ein bisschen sprachlos gerade, aber das wird schon alles passen. Die Person hat mir einen Link geschickt.
dann hat die Person drüber geschrieben, wir sehen uns bald, habe dich seit Anfang des Chats auf dem Schirm. Und dann keine Ahnung, in welche Zahlen, was weiß ich, was das heißen soll. Hab dich auf Facebook schon gefunden, bis bald. Und dann nochmal irgendwelche Zahlen und irgendeinen Code. Yo. Es tut mir leid, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich werde mir diesen Link mal kurz abkopieren. Okay, ich werde jetzt auch diesen Chatroom verlassen. Es kann auch sein, dass der Typ einfach Müll labert. Aber er wusste, dass ich aus Baden-Württemberg anscheinend komme. Das kann auch gut geraten sein. Gut, okay, keine Ahnung. Die IP, I don't know, könnte ich halt jetzt eigentlich auch nachschauen. Ja, wartet mal. Ich tue jetzt mal ganz kurz den Link separat kurz in den Textdokument hinzufügen. Und dann gucken wir uns die IP-Adresse an. Und dann schauen wir uns den Link an. Weil ich möchte jetzt aus dem Chatroom erstmal raus. Ich speichere mir kurz alles ab und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die IP eingebe. Okay, also Freunde, ich habe jetzt mal geschaut mit der IP-Adresse. Ich komme tatsächlich an einem Ort in Baden-Württemberg raus. Es ist aber nicht der Ort, wo ich wohne. Und der ist zwar in der Nähe von Stuttgart, aber schon auch ein Stück. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie genau eine IP-Adresse ist und so weiter. Oder ob der jetzt einfach random eine IP-Adresse mir geschickt hat, um mir Angst zu machen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir noch nie passiert ist. So in der Art. Und ich bin gerade echt ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade absolut unwohl. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall noch den Link anschauen. Und einfach mal schauen, was es damit auf sich hat. Wo habe ich den hier? Textdokument öffnen. Okay, dann gebe ich das mal im Tor-Browser ein und wir schauen mal, was das Ganze ist. Okay. Ich weiß es nicht. Ich bin total überfordert gerade. Es tut mir leid, ich bin gerade total überfordert. Mir ist sowas noch nie passiert. Ich sag euch auch immer, passt auf. Man muss aufpassen, was man macht im Darknet. Und wahrscheinlich war ich einfach zu... Ich war zu unvorsichtig. Man hätte einfach nicht mit diesem Typen schreiben sollen und nicht auf ihn eingehen. Aber was für ein Zufall, dass er auch noch Deutsch spricht. Also ich meine, wir haben ja schon öfters mit deutschen Leuten dort gesprochen, auch mit echt perversen Menschen. Aber... Was soll dieses Video? Also ich weiß nicht. Ich habe zwei Theorien. Ich weiß, Leute beschweren sich immer, dass ich zu viel rede, aber es tut mir leid, ich muss mit euch darüber reden. Es ist ja gerade passiert. Es ist ja gerade live. Na gut, für euch nicht, aber für mich ist es gerade live, was hier passiert ist. Option 1, die Person hat mich vollkommen verarscht und hat einfach durch Zufall eine IP-Adresse aus Baden-Württemberg mir geschickt, damit, einfach aus Zufall, das war einfach random. Und das ist, dass ich halt zufällig auch aus Baden-Württemberg komme, könnte ein Zufall gewesen sein. Punkt 2 ist, ja und dann mit dem Video und so, und die will mir einfach Angst machen. Punkt 2 ist, ja, keine Ahnung, die Person weiß tatsächlich, wer ich bin, weiß tatsächlich, wie ich auf Facebook heiße und wer ich da bin. Und, I don't know. Keine Ahnung, was das für ein Psycho war. Er meinte, wir sehen uns wieder. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Also wenn du das siehst, es war alles nur ein Spaß. It was just a prank, bro. Ja, kacke. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Mir ist sowas noch nie passiert. Wie gesagt, das ist... I don't know. Nehmen wir es einfach so hin und sagen einfach, dass die Person einfach nur einen Spaß mit uns gemacht hat. Okay, ich schließe das Ganze jetzt. Ich lasse es aber mal abgespeichert, dass ich das einfach mal habe, falls angenommen wirklich irgendwas sein sollte oder so. Dann habe ich hier zumindest irgendwelche Beweise. Zudem habe ich auch die Chataufnahmen natürlich aufgezeichnet. Das heißt, ich bin in der Hinsicht eigentlich auch abgesichert, falls irgendwas ist. Okay, meine Freunde, was heute passiert ist, war nicht geplant. Ich habe keine Ahnung. Hat auf jeden Fall gesorgt, dass ich dieses Video jetzt beenden werde und mich jetzt erstmal ein bisschen umhören werde und mit ein paar Leuten quatschen werde, die sich in dieser Thematik extrem gut auskennen. Vielleicht können die mir da irgendwie weiterhelfen oder mir was sagen und wissen, ob das Ganze irgendwie ein Quatsch ist oder halt tatsächlich echt. Ich werde meinen PC eventuell jetzt auch neu aufsetzen, einfach sicherheitshalber, auch wenn ich mit einer Virtual Machine arbeite. Ich habe keine Ahnung, Freunde, ich bin echt ein bisschen überfragt gerade. Das war nicht so geplant. Eigentlich hatte ich vor, heute einfach eine chillige Chat-Session zu machen, wo wir einfach mit fremden Leuten im Dark Web chatten und ein bisschen Spaß haben. Hätte nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht. Wenn es tatsächlich echt war, könnte es natürlich so sein, dass die Person einfach in der ganzen Zeit irgendwas hat laufen lassen und halt schon rausgefunden hat, wer ich überhaupt die ganze Zeit schon bin und wusste, dass ich lüge.
I don't know, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn es irgendwelche Updates gibt oder ich irgendwas Neues rausfinde, werde ich es euch natürlich sofort erzählen, sei es auf Instagram oder auf YouTube oder in einem separaten Video oder so. Werden wir auf jeden Fall darüber sprechen, Freunde, macht euch da gar keine Sorgen. In dem Sinne, ich hoffe einfach, es war einfach nur ein Spaß, dass mir nichts passiert oder dass ich, keine Ahnung, jetzt gehackt bin oder so. Ich werde über meine Passwörter ändern. Das wird jetzt auf jeden Fall ein ganz schön langer Tag heute noch und werde ich einiges machen müssen, aber so ist es halt. Ich möchte euch diesen Content bieten und da muss ich auch selber damit, ja, zurechtkommen, wenn sowas passiert. Und mir ist klar, dass sowas passieren kann. Jetzt ist es halt mal passiert. Wie gesagt, vielleicht ist es einfach ein schlechter Scherz, was ich hoffe. Und alles ist gut. Ja, wie auch immer, das war's mit der heutigen Episode. Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Nächsten Mittwoch kommt natürlich eine weitere Episode. Und ja, macht's gut, meine Freunde. Das war ganz merkwürdig heute und ich versuche das Ganze so ein bisschen zu überspielen. Ich denke, ihr merkt das. Ich tue so ein bisschen so, als würde es mich nicht jucken, aber es juckt mich wirklich. Aber jetzt fürs Video will ich es einfach ein bisschen überspielen. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Friends. Danke für den ganzen Support. Ciao, ciao.